Ja, hallo Leute, ein neues Review von mir und heute habe ich euch den Dubacco Millennium Frozen Kiwi mitgebracht, den ich vom Relax Shop bekommen habe. Immer der Schnitt, die Feuchtigkeit. Ja, der Ultimate von Dubacco gibt es exklusiv nur bei relaxshop-kk.de. Dankeschön, dass ihr mir den zur Verfügung gestellt habt. Ja, was ist der Unterschied zum normalen Dubacco oder Dubacco Lines? Die verschiedenen Lines ist ja meistens, dass der Grundtabak anders ist. Hier ist es genauso. Ja, kommen wir zum Geruch. Also, er riecht nach einer sehr fruchtigen Kiwi. Zumindest stelle ich mir jetzt vor, dass es eine Kiwi ist. Ihr kennt das ja, wenn man an was riecht und dann zugleich an was denkt, dann denkt man automatisch daran. Ja. Aber er kommt einer Kiwi wirklich sehr nah. Er riecht fruchtig und säuerlich, ja. Ich meine, Kiwi ist ja meistens, hat auch so, meistens so eine säuerliche Note und genau danach riecht er eigentlich. Zudem hat er noch eine frische Note, das ist dann dieses Frozen Minzige. Riecht sehr fruchtig lecker und ja, der Geruch regt schon zum Rauchen an. Kommen wir zu meinem Setup. Ich rauche wie immer mit dem Shisha Sky Glasloch auf der NPS, dem Tangis Medium Funnel sowie zwei Lagen dickere Alufolie, alles gelocht und drei Prikos. Ja, die Rauchentwicklung ist sehr gut und man merkt direkt, dass der Grundtabak viel stärker und intensiver ist als normale Dubacco Lines. Ja. Ich persönlich finde das sehr gut. Ja, zum Geschmack. Er schmeckt eigentlich fast so, wie er riecht. Und zwar hat er eine sehr fruchtige Kiwi-Note, die dann ins Säuerliche übergeht. Und ja. Man spürt direkt im Hals diese leichte Minznote. Ja, der Tabak schmeckt fruchtig, hat diese säuerliche Kiwi-Note, die mir sehr gefällt. Also als Kiwi-Tabak finde ich das sehr geeignet. Die Minznote untertont das Ganze, schmeckt super lecker. Ich würde mir auch einen normalen Kiwi davon holen. Das heißt, wenn ihr auf Kiwi-Tabak steht, vielleicht mit ein bisschen Minze dabei, dann ist das eine absolute Kaufempfehlung von mir. Der Tabak kriegt 9 von 10 Punkten, weil ich ihn echt lecker finde. Den kann man öfter rauchen. Und ja, kurzes Video wie immer, das war es auch schon wieder.